Sie sind schon in Olympiaform. Christina Bröhring, Spree und Desperados. Den Grand Prix Spezial in Hagen holen Sie sich souverän mit 81,74%. Ihren nächsten Auftritt haben die beiden für Anfang Juni bei den Deutschen Meisterschaften in Balve im Sauerland geplant. Ich bin total zufrieden für das erste Außenplatzturnier, hat er sich auch super benommen, war total konzentriert und jetzt fahren wir den wieder ein bisschen runter und dass er für Balve nochmal ein bisschen Power hat. Shootingstar Sönke Rotenberger und Cosmo gehen heute den zweiten Grand Prix Spezial ihrer Karriere überhaupt und belegen dabei einen starken zweiten Platz, 77,19%. Auch mit ihnen dürfte Bundestrainerin Monika Teodorescu für Rio planen. Ein Jahr nach dem Theater um Totilas bei den Europameisterschaften in Aachen hat die Bundestrainerin ihre Lehren gezogen. Grundsätzlich ist nichts anders, außer dass die Pferde sich wirklich nicht nur gewünscht, sondern sich auch wirklich mehrfach zeigen müssen. Und das hat hier schon angefangen. Alle nehmen das sehr ernst und das ist auch gut so.